Dafür muss ich nicht mal jemanden mitnehmen, denke ich. Hallo, Flussgardist. So. Zur Zollfestung und dann müssen wir mit dir hier reden. Sind wir jetzt gerade einen Umweg gelaufen? Oh, Frau Nicebeck. Seid herzlich gegrüßt. Ich bin Ulvine Nicebeck. Meine Familie gehört zu den ältesten Handelshäusern dieser Gegend. Angbart hat mir von euch erzählt. Ich möchte euch inständig um eure Hilfe bitten. Worum geht es? Mein armer Bruder ist diesen schändlichen Piraten in die Hände gefallen. Das Lösegeld, das diese Verbrecher fordern, ist unbezahlbar. Meine Familie und ich sind völlig verzweifelt. Ich möchte daher direkt mit den Piraten verhandeln. Vielleicht zeigen sie dann ja ein wenig Mitgefühl für unsere Notlage. Man sagte mir, dass ihr mir helfen könntet, die Piraten zu finden. Ja, das könnte ich. Kann ich. Ja, ich kann euch den Weg zum Piratenlager beschreiben. Was? Eine Dame wie ihr schutzlos unter diesem Piratenpack? Bei meiner Treue, das kann ich nicht zulassen. Ich wünschte, wir hätten mehr Männer, dann würden wir diesem Abschaum ein Ende machen. Na, so schlimm sind die Piraten da eigentlich nicht, abgesehen von Girtasch und Soriman. Ja, es ist wirklich bedauerlich, dass wir zu solchen Maßnahmen gezwungen sind. Aber sorgt euch nicht, ich werde schon auf mich aufpassen. Wenn ihr mir also sagen könntet, wo sich das Lager befindet? Ich habe jetzt hier gerade ein gewisses Moralproblem, denn ich kenne Drackensang, den ersten Teil, und da ist sie mir definitiv nicht wohlgesonnen. Ich würde sie jetzt wirklich am liebsten alleine dorthin schicken, aber ich sage einfach, der Kommandant hat recht. Ich kann es nicht verantworten, eine Dame alleine seinen Ort reisen zu lassen. Ich weiß eure Fürsorge zu schätzen, aber dies ist die einzige Möglichkeit meinem armen... Ja, okay. Danke, dass ihr zurückkehrt. Sprecht mit dem Kapitän der Talaria. Das werde ich. Und Hasinger. Seid gegrüßt. Es geht um das Kopfgeld. Ihr habt Embleme von Flusspiraten? Dann lass mal sehen. Ich habe hier einige silberne Embleme. Eine schöne Ausbeute. Hier ist eure Belohnung. Jupp. Und ich habe hier einige goldene. Unglaublich. Praios sei gepriesen. Ihr müsst ihn in einen empfindlichen Schlag versetzt haben. Für jedes Emblem gibt es eine besondere Belohnung. Eigentlich habe ich ja nur einen einzigen von denen getötet. Eins ist gefälscht, eins ist geklaut, eins ist gefunden. Hier, diese Dukaten habt ihr euch wohlverdient. Okay, Soriman. Nehmt dieses Kopfgeld im Namen Graf Grovins. Ich werde euch in meinem nächsten Bericht nach Ferdok lobend erwähnen. Das war das nächste. Dafür bekommt ihr eine ansehnliche Summe Goldes. Ihr habt euch um den Kosch verdient gemacht. Nochmal 10 Dukaten. Ein Beutel Dukaten. Mit den besten Empfehlungen des Grafen. Wünschte, ich hätte jemanden wie euch in meiner Truppe. Na, lieber nicht. 4 goldene Embleme. Damit dürfte der Schlange nun der Kopf abgetrennt sein. Hier, dies sind die Schulterklappen eines Admirals. Von nun an führt ihr den Ehrentitel Wächter des Flusses. Na, danke. Ich gehe dann wieder Piraten jagen. Was ich noch sagen wollte... Ihr erinnert euch doch noch an Helmbrecht, meinen Neffen. Was ist mit dem schon wieder? Ich hatte euch ja beauftragt, ihm dieses unselige Buch wegzunehmen. Das haben wir auch gemacht. Statt zu lesen, hat er jetzt mit einem Mädchen angebändelt. Die Tochter einer meiner Offiziere. Natürlich überhaupt nicht standesgemäß. Wird man ihm irgendwann wohl klar machen müssen. Aber das soll nicht eure Sorge sein. Jedenfalls nochmals vielen Dank für eure Hilfe. Gern geschehen. Kopfgeldjagd, das gefälschte Emblem, Hakensangsemblem, die Admiralsklappen. Und damit dürfte die Kiste eigentlich auch abgeschlossen sein. Ich denke mal, die steht noch hier drin, falls ich noch Silberembleme in die Hand kriege. Charisma plus 1. Körperkraft plus 1 und sind besser, weil sie sogar noch den Kopf und so schützen. Naja, vielleicht können Ardo oder so. Jemand was mit denen nachher. Einen Moment. Ich fühle mich nicht sehr wohl dabei, dass die junge Dame einfach so ohne Schutz diesem Piratenabschaum ausgeliefert ist. Und das auch noch in meinem Zuständigkeitsbereich. Ja, ich kann leider hier keinen meiner Männer entbehren. Aber jemand sollte Frau Nicebeck in diesem Piratenlager aufsuchen und für ihre Sicherheit sorgen. Könntet ihr dies vielleicht erledigen? Dann wäre mir erheblich wohler. Nun, denkt darüber nach. Viel Erfolg noch auf euren Reisen.
Ja, das mache ich. Sina hol Wiener im Piratenlager. Ja, aber jetzt nicht als erstes gleich. Denn jetzt will ich noch andere Nebenquests erfüllen. Talaria. Wir müssen nämlich eh noch mal zum Hammerberg, sobald wir den Drachen erledigt haben. Und nebenbei, ich kann ja gleich mal gucken, wo der Hort genau ist. Hallo. Was kann ich für euch? Wo soll es hingehen? Ja, wo soll es hingehen? Höhle des Wasserdrachen. Jagdrevier? Ah, dann geht es jetzt erstmal wieder ins Jagdrevier. Denn das haben wir auch immer noch offen, was mich richtig nervt. Wir haben da schon Orks getötet. Hunderte von Orks. Und jetzt hängt das an irgendwelchen Tieren fest, die wir für diesen obergelangweilten Vogt töten müssen. Die Quest hätten sie sich auch etwas sparen können. Deswegen, Arthur. Was gibt es denn? Komm mit, Vorgrim. Was ist? Komm mit, Fyres. Wie kann ich dir helfen? Das Kopftuch steht dir. Komm mit. Ja. Und zum Jagdsitz. Was hast du denn dieses Mal für uns? Was ist euer Begehr? Gibt es besondere Beute? Ja, da gibt es tatsächlich noch etwas. Wenn ihr nach Westen geht, werdet ihr erschreckend viele Wölfe antreffen. Beendet bitte diesen unhaltbaren Zustand und bringt mir den Kopf des Leitwolfes. Ja, ich hätte gerne deinen Kopf, aber gut. Westen. Ulweg? Oder noch weiter nach Westen? Ich denke mal von der Steinbrücke aus. Ist das besser? Oder ist sogar hier der westliche Wald gemeint? Jagd allerlei. Was sagt er denn? Weit im Westen hinter der Steinbrücke. Okay. Seid ihr damit gemeint? Grauwolf, Grauwolf. Tut mir leid, Jungs, aber das muss jetzt leider sein. Normalerweise mag ich ja Wölfe. Ardo nicht an der Einbeere festhängen. Für den Kaiser! Das war wieder einer. Und das waren nicht die gesuchten Wölfe. Leider. Jetzt muss ich die hier noch suchen. Hinter der Steinbrücke im Westen. Riesenhirschkäfer, die brauche ich nicht. Ein Reh brauche ich auch nicht. Okay, die da brauche ich. Wolf, Wolf, so aggressiv wie die schon sind, müssen es die richtigen Wölfe sein. Nein, nicht weglaufen, Jungs. Gott. Wenn wir hier im Fluss entlang warten, ja, können wir. Weh, es beschwert sich wieder einer. Eieiei. Hallo, Wolfsrudel. Okay, du bist ein weißer Wolf mit roten Augen. Du bist ein Blutwolf eigentlich. Sorry, Junge, aber gegen dich habe ich leider was. Die anderen hatte ich eigentlich nichts. Ah, das geht ziemlich schnell zum Glück. Oh, keine Munition für Pfeiles. Kriegspfeile, so. Und auch keine Munition für mich. Doch, ich habe noch 6 Jagdbolzen.
Achso, kann den Kampf nicht ausgerüstet werden. Was hast du eigentlich für welche? Auch keine wirklich. Na, bessere eigentlich. Vorbei an den Käfern. Und da kommt noch ein Grauwolf und zwei normale. Kommt, haut sie weg. So, jetzt ist das nur noch der eine da. Und wir haben die Jagdtrophäe für den Wolf erhalten. Und ja, die Wölfe lasse ich da jetzt einfach mal liegen. Wir haben schon so viel Geld zusammen. Und irgendwie tut es mir langsam ein bisschen leid, sogar die Wölfe zu fledern. Ja. Willst du die anziehen? Ah, du, sie stehen dir schon mal. Hm? Fargrim hat gar keine. Okay. Mhm. Dann kriegst du jetzt mal die da, Fargrim. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, ich schnapp mir noch den Zunderschwamm hier. Und den Zunderschwamm. Und dann geht's über die Steinbrücke. Zurück zum Vogt. Hallo. Was ist euer Begehr? Ja, ein weiteres Exemplar. Meine Sammlung kann man es wohl nicht nennen. Schließlich würde ich mich mit Trophäen brüsten, die andere für mich erjagt haben. Ein wahrlich deprimierender Gedanke. Hier, eure Belohnung. Okay, und das war jetzt zum Glück endlich das letzte von Jagd allerlei. Ich habe alle Aufgaben erledigt, die der Vogt für mich hatte. Was bleibt denn jetzt noch? Die Queste für Filiason, das mit dem Wasserdrachen und den Elfen, Schuppen und Zähne. Und da muss ich auch zum Hammerberg zurück. Und die Kopfgeldjagd kann ich wohl nicht abschließen. Gut, dann würde ich sagen, zu Talaria zurück. Und hier gibt es erstmal wieder einen Speicherpunkt. Also ein Punkt, an dem ich speichere, LP 41. Und dann sehen wir uns gleich wieder.